Hallo meine starken Stimmen und herzlich willkommen zurück auf meinem Gesangskanal. So, heute geht es um das Thema Anfängersongs für Adele. Viele von euch möchten wahnsinnig gerne Adele singen und die Schwierigkeit liegt ja auch oft in der Bruststimme oder einfach in der Belting-Technik. Und deswegen sind viele ihrer Songs doch für einige viel zu schwer, gerade wenn man als Anfänger durchstarten möchte. Ich habe mir ein paar Songs rausgesucht, von denen ich glaube, und das ist ja auch nur meine Meinung, dass die für Anfänger ganz okay sind. Es sind trotzdem schwierige Songs, weil man da auch in die Bruststimmintensität gehen muss. Aber wir schauen uns jetzt mal diese Songs an. Der Klassiker unter unseren Gesangsschülern und unter Sängerinnen, die loslegen wollen mit Gesangstechnik, ist Make You Feel My Love. Und den finde ich tatsächlich von allen wirklich am harmlosesten. Der Song ist relativ überschaubar, er ist relativ wiederholend, es passieren nicht große Umschwünge, es gibt nicht so ein Treppenverfahren, wo der Sänger Angst haben muss, der muss jetzt gleich richtig tonale Sprünge machen. Das heißt, in dem Fall ist es ein guter Song, wo du dich auf die Musik konzentrieren kannst, auf die Interpretation von dem Song und einfach ja, an Gesangstechnik üben kannst, wie Vokalmodifizierung und Mund und so weiter und so fort. Der zweite Song, und das finde ich, ist Hometown Glory. Ist auch eine tolle Story, wenn man richtig reingehen will in die Interpretation und ins Gefühl. Und auch da hat man das Gefühl als Sängerin, es ist relativ überschaubar, auch von seinem Bruststimmeinsatz, auch von der Power und der Kraft. Und deswegen ist es auch nicht so wie ein Skyfall, wo das tief, tief, tief und dann großer Chorus oder Rolling in the Deep, wo es dann einfach, wo man diesen unglaublichen Belting-Chorus hat, also Hometown Glory. Nummer 3 ist für mich Turning Tables. Da geht es auch schon so ein bisschen aber in die Richtung Krafteinsatz und wieder Belting-Technik. Eigentlich haben wir bei, wenn wir mal ehrlich sind, bei Adele überall Belting mit dabei. Aber das kommt jetzt auch wirklich darauf an, auf welche Stellen, welchen Phrasen. Das kann man aber auch durchaus alles mixen. Das heißt, wenn man nur nicht bewandt ist mit Belting oder nur reiner Bruststimme, kann man auch all diese Songs mixen. Das ist also in dem Fall kein Problem und machen auch die Sängerin. Und dadurch kommen sie auch entspannt in die Höhe und können sie aussingen. Also als nächster Song ist Turning Tables. Andere Songoptionen sind Remedy, die ich aufgeschrieben habe, Don't You Remember. Das sind alles gefühlvolle und sanfte Songs, aber auch da geht es um Atemkontrolle, Töne aushalten, Töne aussingen und wie immer bei Adele kann man sich da richtig gut auf die Interpretation fokussieren. Eine Stufe anspruchsvoller finde ich persönlich schon Songs wie Love in the Dark. Da haben wir zwar nur den sehr kraftvollen Chorus, aber wenn du richtig gut und fit in deiner Bruststimme bist, dann ist Love in the Dark auch super gut für dich und du kannst es schön aussingen, du kannst auch da ins Belting gehen oder richtig kraftvoll sein. Ja, und last but not least, ein guter Anfängersong ist Someone Like You von Adele. Someone Like You hat einen schönen Kopfstimmenpart. Ich finde auch, der Chorus hat es in sich. Es ist nicht für alle zu stemmen, die Anfänger sind. Wir haben es bei vielen Anfängern gesehen. Aber wir haben tolle also dieser Part, ne, den kannst du sehr schön in der Kopfstimme singen. Grundsätzlich kann man auch den ganzen Song in der Mixvoice singen. Für mich sind das alles sehr gute Anfängersongs, wo man loslegen kann mit Adele, wo man erstmal die Bruststimme kennenlernen möchte, die Atmung, Vokalmodifizierung, Zungenpositionierung, Mund und überhaupt auch die Grundbausteine bilden will. Sind das gute Songs, um seine Bruststimme kennenzulernen, bevor man sagt, okay, ich gehe jetzt mal ins nächste Level. Und dann probiere ich mal Love in the Dark und One and Only. Wobei ich finde One and Only und ist schon auch wieder Level 3 für mich. Das finde ich schon sehr stark. Da muss man die Belting-Technik einfach gut kennen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, welche Songs ihr von Adele geeignet findet für Gesangsanfänger. Welche Songs findet ihr super schwierig und ihr habt das Gefühl, da struggelt ihr. Weil das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare hier reinschreiben. Denn eventuell gucken wir uns mal Level 2 und Level 3 bei Adele an, um was meine No-Gos sind, wenn ich Adele empfehle. Ganz viele Übungen findet ihr natürlich wie immer jetzt hier in der Playlist. Wir haben gerade ein Vorher-Nachher gemacht zum Thema Adele. Wie war ihre Gesangstechnik vorher und jetzt nach 2 OPs? Das ist ein Thema, worüber wir ganz häufig sprechen. Und wir haben eine Reaktion ich habe auch eine Analyse gemacht von ihrem allerersten Live-Auftritt in München hier und das war richtig cool. Es hat mich sehr berührt. Und ich freue mich natürlich, wenn du dir dieses Video jetzt im Anschluss anschaust. Hashtag starke Stimme und Hashtag
du bist nicht allein.